Nominiert in der Kategorie Bester deutschsprachiger Comic, Lucky Luke sattelt um von Marvel, Egmont Comic Collection. Lucky Luke sattelt um, ein besserer Titel hätte sich kaum finden lassen. Den Lonesome Cowboy hatte Belgian Morris bereits 1946 geschaffen. In mehr als 80 Alben reitet er inzwischen über die Prärie und legt legendären wie längst vergessenen Schurken das Handwerk. In diesem bewährten Kosmos mit einem frischen Einfall zu punkten ist nicht leicht, doch genau das ist dem Berliner Autor und Zeichner Marvel in seiner furiosen Hommage gelungen. Lucky Luke schwingt sich darin kurzerhand auf einen Drahtesel und macht sich auf zu einer spektakulär rasanten Tour quer über den Kontinent. Allerdings ist darüber nicht nur Jolly Jumper verstimmt. Indianer fürchten den bösen Zauber aus Eisen und ein skrupelloser Hochradfabrikant fürchtet die Konkurrenz des neuartigen Velozipeds. Marvel, der zuletzt mit seiner Wiedervereinigungs-Graphic-Novel Kinderland für Furore sorgte, gelingt es ganz famos, seine frische und unverbrauchte Idee mit den klassischen Motiven und Running Gags zu einem temporeichen und vor Witz sprühenden Abenteuer zu verlöten, das schon jetzt als Klassiker gelten darf.